zusammen. Und zwar, ich habe mir gedacht, wir machen Toffee-Sahnebecher. Und zwar fangen wir erstmal an mit unserem Toffee. Und zwar dafür brauchen wir einfach 50 Gramm Zucker und 50 Gramm Sahne. Und genau, und damit geht es jetzt erstmal ab zum Herd. Und zwar, wir beginnen damit, dass wir den Zucker erstmal karamellisieren lassen. So, wenn der Zucker dann geschmolzen ist und hat die schöne karamellige Farbe und riecht auch danach, dann können wir gleich das Ganze auch mit der Sahne ablöschen. Auf jeden Fall aufpassen, das ist verdammt heiß. Und jetzt muss ich das Ganze schön miteinander verbinden. Ihr seht jetzt natürlich nicht sehr viel durch den Dampf, aber der geht auch gleich wieder weg. Hoffe ich doch mal. Hoppala. Und jetzt fülle ich das Ganze einfach hinter mir um, weil das ja erstmal abkühlen muss. Und weiter geht's. Ich habe mir jetzt gerade auch überlegt, dass ich das Ganze unter Blitzrezept tätowieren würde, weil ich denke, das ist wirklich so eine schnelle Sache. Und das kann man da ruhig. Also nochmal. Ich habe mir überlegt, dass wir das Ganze unter ein Blitzrezept. Ich weiß schon wieder nicht, wie man es richtig sagt. Das, was halt als Blitzrezept nehmen. Heieiei, was ist denn schon wieder los? Weil es einfach wirklich super, super schnell geht. Aber bevor ich mich weiter wieder verhaspel, sage ich euch mal, was wir jetzt für die zweite Schicht brauchen. Einmal 40 Gramm Creme Double. Und zwar, ich habe mich vorher informiert, falls ich das nämlich jetzt nicht gefunden hätte. Ich hatte jetzt Glück, weil da die letzte Dose da war. Dann könnt ihr auch Creme Fraiche nehmen. Einfach was mit viel Prozenten ist, also was schön cremig, fettig ist und richtig viel Power hat. Dann 80 Gramm Quark, da auch jetzt nicht unbedingt die Magerstufe nehmen, sondern auch, wo schön cremig ist. Dann ein halbes Päckchen Vanillezucker und ein Dreiviertel Esslöffel normalen Zucker habe ich hier jetzt zusammen drin. Und das geben wir jetzt einfach in unsere Schüssel, damit wir das Ganze verrühren können. Und los geht's. So, da ich jetzt wirklich eine sehr, sehr geringe Menge habe, werde ich mich jetzt erstmal um ein Glas kümmern, damit wir das auch fürs Bildle voll kriegen. Zwar geben wir jetzt erstmal eine Schicht von der Creme. Da haben wir unser Toffee. Toffee, Toffee, Toffee. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht das Glas voll kleckse. Ah, und es ist schon passiert. Genau in dem Moment. Dann wieder von unserer hellen Schicht. Ne, das reicht wirklich nur für ein Glas. Also wisst ihr auf jeden Fall die Menge. Und ich habe ja wirklich ein kleines Glas. Und zur Deko geben wir einfach noch ein paar Schokoraspeln drauf. Und dann stelle ich das Ganze ab in den Kühlschrank und dann kann man es eigentlich auch schon so verspeisen oder halt man lässt es richtig schön durchziehen und durchkühlen. Das würde ich natürlich empfehlen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!